Hey Freunde, freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und Freunde, heute reagieren wir mal auf ein ganz, ganz cooles Video. Also auf eine Among Us-Animation, da ich das gewünscht habt. Und ich weiß, diese Animation ist schon ein bisschen älter. Und aber das Coole daran ist, das ist mit ganz, ganz vielen deutschen YouTubern und Streamern. Und ich habe dieses Video noch nicht gesehen. Ich habe es nur immer auf der Startseite gesehen, aber noch nicht angeklickt. Und ich dachte, bevor ich das einfach so gucke, einfach privat, reagiere ich einfach mal da drauf. Aber Freunde, abonniert den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und macht bei der Glocke ein Ding-Dong. Und ich würde sagen, Freunde, die Animation ist von Marius angeschrien. Der Link zu ihm ist in der Beschreibung. Und wir starten direkt mit dem Video. Okay, Freunde, hier sieht man nochmal, das ist ein 3D-Film. Also eine Animation mit Unge, Knossi, Trimax, Julian Bam, Papa Platte, Weaved, Revi und Unsympathisch. Und wir starten das ganze Video mal jetzt. Und let's go. Alles, was ihr seht, wurde innerhalb nur einer Woche animiert, geschrieben und vertont. Okay, das ist cool. So, ich bin gespannt, Freunde. Digga, dauernd geht dieses bekloppte Schiff in den Arsch, Bro. Es ist unglaublich, Alter. Schon wieder der Reaktor im Arsch, muss schon wieder gefixt werden. Oh. Oh oh. Nein! Eine Leiche wurde gefunden. Among Us, der Film. Oh, ich bin so gespannt. Oh, Julian Bam. Knossi. Revi. Weaved. Musik bei Vincent Lee. Platte, unsympathisch. Und Unge. Boah, Unge sieht cool aus. Der hat so zwei Hörner. Und Trimax. Alles von Marius angeschrieben. Na gut. Ist das, ob sie irgendwer irgendwie so umbringt? Ey, ja, ich glaube, Leute, hier ist wirklich Leute, gestorben. Was ist denn hier? Nein, wir haben Trimax mal wieder komplett lost. Bro, irgendwer muss unseren Hausmeister gekillt haben. Da nur wir auf dem Schiff sind. Das war der Hausmeister, der gestorben ist. Sein. Es gibt einen Imposter unter uns. Und wer? Ich habe über die Camps gesehen, dass Reefed bei Mad Bay rein ist. Richtig, ich habe gescannt. Ich war zum Beispiel mit Revi beim Storage Kabel machen. Ich habe Sascha bei Electrical geholfen. Ja. Ich war bei Admin und habe eine... Eine Frage, Freunde. Spielt ihr eigentlich selber auch Among Us? Schreibt es mal jetzt gerne in die Kommentare. Und wollt ihr auch mal, dass ich ein Among Us-Video hochlade? Dann kann ich das gerne für euch machen. Aber, Freunde, also es ist der Hausmeister gestorben und jetzt diskutieren die also. Na gut, ich bin gespannt. Steuern gemacht. Ich war aber in diesem Cup-Ding. Also war es halt keiner, oder was? Bin gespannt, Freunde. Ich bin wirklich gespannt, wer am Ende dann der Imposter ist. Okay. Knossi sagt, Sascha ist es. Ja, Jungs, was machen wir jetzt? Irgendjemand killt hier Leute. Wir müssen es rausfinden, Freunde. Die einzigen, die überhaupt in der Nähe waren, sind Marius und Kevin. Sind für mich beide Sass. Irgendwie müssen wir mal herausfinden, wer hier der Imposter ist. Lass mal auf drei Regeln einigen. Erstens, sobald jemand was Verdächtiges beobachtet... Mettings bei Verdächtigen. Was? So schnell wie möglich das Schiff reparieren. Drittens, außerhalb der Meetings reden wir nicht miteinander. Wer sich nicht daran hält, ist wirklich automatisch verboten. Verdächtig. Okay, also genauso wie in Among Us. Ah, okay. Die richtigen Spielregeln sind das. Das ist Mad Bay, oder? Nee, Security. Marius geht von Mad Bay nach Upper Engine. Oh, schon wieder ein Task in Upper Engine. Das ist, also Trimax ist in Security. Und da ist noch... Okay, Sascha im Reaktor. Da ist noch Sascha. Freunde, das ist so cool, weil ich kenne die Map auch und das sieht man auch noch. Oh. Also Revi ist es auf jeden Fall nicht. Ach, warte mal, Marius ist tot. Oh oh. Also ich kann Kevin safe decken, wenn man beide in Storage ist, zusammen zu gegangen. Das ist wirklich so spannend, Freunde. Wo bist du eigentlich hingegangen, Drew? Ich war bei Electrical am Renovieren, hab dieses 1, 2 oder 3 Ding gemacht. War noch jemand in Electrical? Nee, aber Upper Engine war halt auch einfach mal 30 fucking 1000 Kilometer weit weg. Wo warst du denn? Unge war mit mir im Reaktor. Stimmt, ich hab Sascha da gesehen. Warte mal, der Einzige, der komplett allein war und kein Alibi hat, bist ja scheinbar du, Trimax. Du warst allein. Trimax! Aber Trimax war doch in Security. Was hält dich davon ab, Marius zu killen? Und einfach einen Self-Report zu machen. Ja, Mann, Alter. Also, bist du sicher? Ja, das würde ich Trimax zutrauen. Alter, wie lost seid ihr denn? Ich weiß das nicht. Ja, das würde ich natürlich auch Trimax sagen. So lost, wir Digga, müssen abstimmen, jetzt verraten. Abstimmen. Trimax war alle von Trimax. Wer ist für Trimax? Alle sind gegen... Hey, die voten den alle. Nein. Der ist es doch gar nicht, oder? Was wollt ihr jetzt machen? Vielleicht dich was im Schiff werfen. Ey, Leute, das ist schon wieder komplett lost. Das könnt ihr doch nicht machen. Lost. Und...
Ah, das steht da nicht, oder? Nein, das steht da gar nicht, ob der jetzt Imposter war oder nicht. Oh, der schafft das nicht. Oh Mann, ey. Digga, steht Unge einfach nur so vor dem Bildschirm? Die sind im Medbay jetzt. Revi und Unge sind im Medbay. Der steht ja immer noch da und macht nichts. Ey, wenn ich fertig bin und der steht einfach immer noch da, dann boxe ich den einfach. Oh, jetzt aber. Unge ist weg. Ich glaube, der ist gewendet, Freunde. Oder ist er nur weggelaufen? Und Knossi, ich habe die Aufgabe immer noch nicht. Das sind jetzt Ju und Papa Platte. Warte, war das Reef da hinten? Oh, Baby! First try! Yeah! Oh. Nein! Der hat es endlich geschafft und wurde umgeschnetzelt! Der arme Knossi! Sascha und ich haben gerade Knossis Leiche gefunden in Edmund. Ich wette, der hat wieder rumgestruggelt mit seiner Karte. Digga, es muss Unge sein! Der war die ganze Zeit mit mir in Medbay. Revi sagt, Unge ist es. Ich sag auch, Unge ist es auf jeden Fall. Der ist bestimmt bei Medbay gewendet. Weil ich danach meine Task bei Weapons hatte. Du machst doch keine Task! Also erstmal, June und ich sind safe. Wir waren die ganze Zeit in Comms und haben da Donut gemacht und Revi chillt. Aha, das ist so cool, Freunde. Und das ist so gut gemacht einfach. Also wirklich nochmal Props an Mari. Der das animiert hat. Ich will halt einfach gerade keinen ausschließen. Nochmal ein random Vote wäre stupid. Lass skippen. Okay. Ja, lass halt machen. Ja, finde ich gut. Mann, werft alle ein Auge auf Unge. Der ist es. Ich schwöre es euch. Okay. Ich bin gespannt, Freunde. Oh oh. Wait a minute. Sascha, wenn du die Luft Sascha willst, ist dann es! Hast du Knossi in Edmund ja auch töten können. Und über die Vents, über die Cafeteria, hättest du auch mit, zusammen mit Kevin unschuldig den Raum betreten können. Und ganz einfach. Regel Nummer 3. Außerhalb von den Meetings ist Sprechen verboten. Oh. Nein! Lauf, Ju! Schnell, du musst den Button drücken. Oh. Schafft er es oder nicht? Komm schon! Oh, Unge ist es! Ich hab's doch gesagt. Oh, so bad, er hat von meinen Augen Ju gekillt. Ich hab's literally direkt gesehen. Ey, so unnötig! Ich hab's euch letzte Runde einfach Leute, schon gesagt. Also ich werd jetzt nicht ja, direkt save so. Simon raus. Ich bin auch mit Ju aus Storage gekommen. Ist ey, safe. Ey, einfach Unge raus! Ey, stopp! Unge raus! So, Simon. Ja! Okay, jetzt nur noch Sascha. Ja. Das ist so gut gemacht einfach. Wirklich. Das sieht so cool aus alles. Baby, ich hab den Body von Reef gefunden. Storage, es muss Kevin sein. Junge, kann nicht sein, als der Alarmus ging, bin ich richtig Reaktor gegangen. Oh. Da war Reef noch am Leben. Revi, Bro. Bitte, verkack es nicht. Es Alle sind tot, außer Kevin, Revi und Sascha. Ja, dann war das wohl ein Selbstreport. Ist doch klar, Bro. Ich bin der Entscheider. Junge, verkack es nicht. Sascha. Revi, Mann, es ist Kevin. Ich mach einfach den Random Vote, keine Ahnung. Oh, wen hat er jetzt gewotet? Das ist so spannend. Tut mir leid, dass ich nicht so viel rede. Das ist einfach so, so spannend, Freunde. Ihr habt das wahrscheinlich schon alle gesehen. Und oh, er hat den richtigen gewotet, oder? Ja, gewonnen. Wow, das war wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich, Props gehen raus an Marius. Da, ihr könnt auf jeden Fall auf seinen Kanal gehen und dann das Video nochmal gucken oder den Kanal abonnieren. Aber ich würde sagen, Freunde, das war's mit diesem Video. Wie gesagt, der Link zu seinem Kanal ist in der Beschreibung. Und falls ihr noch mehr Reactions sehen wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare, auf welches Video soll ich demnächst nochmal reagieren. Und dann mache ich das gerne für euch. Ich habe gerade wirklich sehr, sehr viel Spaß an Reactions, weil es euch auch so gefällt. Und das freut mich einfach so, so sehr. Und ich würde sagen, bis morgen. Dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Reaction wieder. Und tschüss, Freunde.